So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und eigentlich ist es ja gar keine Folge Pokémon, wenn man es so nimmt. Denn ich will euch Folgendes mal zeigen. Der Kollege BisaFanTV oder auch Danny Österreich, ich weiß, das ist bestimmt kein Geheimnis. Ich meine, man weiß ja, dass er das macht. Das steht ja alles bei ihm da. Der hat ein Video gemacht. Wer ist der größte von den kleinen Pokémon Go Kanälen auf YouTube? Und das fand ich richtig genial. Habe ja auch geschrieben, sehr, sehr cooles Video, sehr interessant. Nicht nur, weil ich 100-mal erwähnt werde. Ich kannte die Seite nicht, aber habe gleich mal meine zwei anderen Kanäle ausgecheckt. So. Wer jetzt gucken will, geht mal auf den Kanal von BisaFanTV, guckt euch mal das Video an, also kann ich nur empfehlen. Ist richtig interessant, auch was er dazu sagt und wie er sich das alles anschaut und wen er da alles mit reinnimmt und wen er da vergleicht. Und ich habe das also auch mal geteilt, ihr könnt es also auf meiner Facebook-Chronik sehen, wenn es nicht untergeht, zwischen den anderen 1000 Beiträgen. Und ich will mal ganz kurz nur was einblenden hier von dem Video, was er gemacht hat. Ich fange mal... Ich glaube, mit dem kleinsten jetzt an, das ist hier Ramses. Ich finde ihn sehr sympathisch. Er hat Rang C. Ja, okay. Rang C ist jetzt nicht ganz so heftig. Aber er ist auch ziemlich neu dabei, der Ramses. Macht auf jeden Fall ganz coole Videos. Ich muss sagen, von den Video-Views ist das dafür, dass er so wenig Uploads hat, schon gar nicht mal so schlecht. Also 43.000 Views insgesamt und 10.000 Leute werden im Monat von Ramses erreicht. Das ist schon mal ziemlich stark. Also, das muss man sich immer überlegen, dass er 10.000 Leute erreicht. Wir werden noch Leute haben, die erreichen viel mehr Leute jetzt hier, aber das ist schon mal stark auf jeden Fall. Man sieht auch, dass es leicht dahin dümpelt und auch wenn er wenig Aufrufe hat an einem Tag, wenig Video-Views, kriegt er trotzdem Abonnenten, was ziemlich starke Leistung ist. All dem wünsche ich auf jeden Fall alles Gute hier. Dann bin ich auf die Idee gekommen, ich wollte auch jetzt mal auf die Seite gucken, mit euch da auch mal drüber schauen und mal meine zwei anderen Kanäle vergleichen. Manche haben das ja immer noch nicht mitgekriegt. Ich habe ja nicht nur diesen Pokémon-Kanal, Ramses der Dicke, ich habe ja auch den MC Ramses Bloodsport-Kanal, wo ich eigentlich Musik mache, Musikvideos hochlade, wo ich selber aktiv bin da. Und ich habe auch diesen NHR Battle-Kanal, also das No-Hirn Records Battle von meinem Label, No Hirn Records, wisst ihr Bescheid, hier Records, hier, No Hirn Bruder. Weil ich ja nicht nur selbst Battles mache, ich veranstalte auch Battles und mache das schon 6 Jahre und die gehen eigentlich gut ab. Beziehungsweise der NHR Battle Kanal ist der, der am meisten abgeht, wo auch manchmal was an YouTube Money rumkommt, könnte man sagen. Und da wollen wir mal drüber schauen, wie die aussehen, was da los ist. Da müssen wir aber rüber hier auf Google. Da habe ich nämlich schon, warum steht jedes Mal da, wie wird das Wetter heute in Hildburghausen? Ich habe danach niemals gesucht. Ich hatte das schon vorbereitet eigentlich hier, die Seite Social Blade, die ich nur vom BisaFanTV jetzt kenne. Fand ich aber cool. Da gehen wir also mal drauf, drücken mal und dann können wir da eingeben, ganz schlau, MC Ramses Bloodsport und dann werden direkt auch alle Kanäle angezeigt, direkt. Ich hasse das beim ISWO. Ich bin immer noch beim ISWO, wie man vielleicht sieht. Und er hat das beste Internet der Welt. Beziehungsweise hier ist sowieso nie Empfang, weil er einfach hier unten im Keller eingesperrt wohnt. Jetzt ist er nicht da und jetzt bin ich alleine im Keller eingesperrt. Wir geben hier einfach mal ein MC Ramses Bloodsport. Blondsport gibt's auch, ja. So, das lädt jetzt ein bisschen. Und das seht ihr gleich, alle drei Kanäle von mir auf einen Schlag. MC Ramses, No Hirn Records, Ramses der Dicke und das NHR Battle. Und BisaFanTV hat das schon gezeigt, der ist hier mal draufgegangen, was bei Ramses der Dicke so abgeht, dass ich da Rang C habe. Die anderen haben immer so Rang C plus gehabt, die wirklich gut gelaufen sind. Ihr seht also die Übersicht nochmal, 345 Uploads, 376 Abos momentan, 43.000 Views. Und ja, mein aktuellstes Video, was ich jetzt hochgeladen habe, war mal wieder eine Folge Ramses Kitchen, wo ich unterwegs war, Burger getestet habe bei Udo Snack, diesen Udo Doppel Burger mit Ananas und Spiegelei und doppelt Rinderhack, doppelt Ananas, doppelt Spiegelei, alles richtig drauf, richtig fett. Und man hat hier also auch diese Statistiken, wo man dann immer schauen kann, direkt jeden Tag, wie viele
Abos man dazu bekommen hat, wie viele es also insgesamt dann waren und sind, wie viele Videoaufrufe insgesamt und wie viel täglich. Das seht ihr, manche Tage, die laufen so gut, 100, 300, 200, 300, 1000, 600, 600, 1700, 700, 500 und er hat ja da auch gesagt, okay, dass ich relativ, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, auf jeden Fall ist mir ein was aufgefallen. Ich habe meistens natürlich nicht so viele Aufrufe auf die einzelnen Videos, aber vielleicht mache ich auch einfach zu viel. Der Kanal ist ja noch nicht so alt, wie man weiß, aber ich habe bisher immer gesagt, dass jeden Tag ein Video kommt und manchmal kommen auch zwei Videos oder sonst was und eigentlich ist das ja ein Pokémon-Kanal, aber ja nicht nur. Wenn ich aber jeden Tag eine Folge Pokémon Go mache, werden da Pokémon-Leute aufmerksam, wollen den Kanal dann gucken, abonnieren. Dann kommt ja aber auch immer noch eine Folge Ramses Review rein, wo ich ins Kino gehe, Kinofilme an mir vorbeigehen lasse, meine Meinung dazu sage. Das gibt's ja auch. Und dann gibt's aber plötzlich noch Ramses Kitchen, wo ich also da Essen teste und mache. Und dann gibt's zwischendurch andere Sachen. Was am besten ankommt, sind natürlich die Pokémon Go Sachen, weil das einfach ein breites Spektrum hat und viele Leute anspricht. Gerade auch diese Raid-Tage, die Community Days, da diese Best-Offs. So kleine Info-Videos sind eigentlich überflüssig, kennt ja eh jeder. Aber ich habe ja immer gesagt, ich will jeden Tag eine Folge Pokémon Go machen. Und wenn es dann ist wie heute oder gestern, da kommt eine Folge Pokémon, direkt danach kommt ein Review zu einem Film, dann kommt noch ein Blog, wie wir unterwegs waren in Stuttgart beim ISWO und dann habt ihr drei Tage da am Stück und ein Video geht dann plötzlich 20 Minuten und wer setzt sich bitte hin und guckt dann 20 Minuten das eine Video und dann noch das andere Video und dann noch das nächste Video. Deswegen, manchmal sagen die Leute, boah, ich habe jetzt schon eine Woche nicht mehr geguckt, ich schau mal rein, was es Neues gibt. Und wenn dann natürlich plötzlich 20 neue Videos sind, da sagt man schon von vornherein, das ist mir zu viel, ich klicke mal eins oder zwei an, guck mal so vorbei. Vielleicht wäre es natürlich auch viel schlauer, anstatt jeden Tag ein Video zu machen. Man macht einfach ein Video pro Woche. Dann hat, wenn man mal eine Woche nicht geschaut hat, guckt man rein und kann sich dann immer noch das aktuelle Video ansehen. Man legt viel mehr Wert darauf, dieses eine Video gut zu produzieren, gut rüberzubringen. Dann hat man viel weniger Uploads, aber vielleicht viel bessere Views und Zuschauer-Dings, weil man einfach viel mehr Zeit in die Videos stecken kann und sinnvollere Videos produzieren kann, als wenn man so am Fließbandarbeit macht und einfach nur ein Video nach dem anderen immer zu rausholt. Da kommen die Leute ja auch gar nicht hinterher, überhaupt alles zu schauen und sind total überflutet, total überrannt. Aber es ist ja auch immer was los, deswegen. In einem Jahr sieht es natürlich wieder anders aus, wirklich jeden Tag ein Video dazu, das ist schon heftig. Und wenn dann eben noch diese Reviews kommen und die Essensdinger und diese Vlogs und Logs und Cocks und das ist natürlich, da werden die Leute schon überschwemmt. Aber wenn das weiter so wächst, eigentlich sollte man es ja auch gucken und sich für alles interessieren, wer den Ramses sympathisch findet, der guckt nicht nur, wie er spielt, der guckt auch, wie er frisst und wie er säuft und dann passt es und dann verfolgt man halt mich und nicht mehr direkt nur Pokémon. Aber dazu müsste man einfach sich nicht so asozial geben in seinen ganzen Videos, dann lockt man damit vielleicht auch andere Leute an. Wir wollen jetzt trotzdem mal auf diesen MC Ramses, No Hirn Records heißt der nämlich, den habe ich ja wieder umgenannt. Da haben wir nämlich insgesamt gerade mal 98 Uploads, 1666 Abonnenten, 313.000 Video-Views. Aber da ist eigentlich, ihr seht ja hier, guckt mal die Einnahmen an, 35 Cent bis 6 Euro im Monat. Wer soll davon noch leben? Also das ist ja richtig brutal. Aber da ist das Problem, auf den Kanal habe ich eben schon lange nichts mehr hochgeladen, weil ich ein bisschen inaktiv geworden bin beim Musikmachen. Wenn, dann habe ich nur mal ein paar Gasthooks gemacht oder sonst was oder dann ISWO geholfen bei Liedern bei ihm und wir haben das dann bei ihm hochgeladen. Ich wollte aber jetzt wirklich, wenn ich wieder Musik mache, das sehen, dass ich das auch dann auf den Ramses der Dicke Kanal hochlade, sodass vielleicht also auch ein paar Musikfans, die da sind, mit auf den Kanal rüber wechseln. Und dass ich eben alles vereint habe, dass ich eben da verschiedene, da kann ich meine Musikvideos präsentieren, meine Pokémon-Sachen, es gibt dafür ja die Playlists, man muss ja nur in der Rubrik sich dann umschauen oder gucken, ob es was Neues gibt, was einen interessiert. Hier seht ihr deswegen natürlich auch,
dass da manchmal einfach nichts passiert und einfach totale Gülle ist. Da ist so wenig los, noch weniger als auf meinem anderen Kanal, obwohl es hier so viele Abonnenten in dem Sinne eigentlich gibt. Trotzdem springen immer mal wieder ein paar ab, es kommen kaum welche dazu. Kann ich verstehen, weil da tut sich eben nichts auf dem Kanal. Da ist lange Zeit richtig was gegangen. Da habe ich sogar ein Musikvideo drauf mit 24.000 Aufrufen oder eins mit über 100.000 Aufrufen. Also, das muss man sich mal geben. Aber der Kanal weiterhin wird immer mehr aussterben, weil ich versuche, alles auf Ramses der Dicke drauf zu knüppeln. Wir wollen noch mal ganz kurz gucken bei Ramses der Dicke, was da überhaupt stand. Wegen diesen Einnahmen 2 Euro bis 38 Euro im Monat. Ich frage mich, wer das berechnet oder einschätzt und wie das überhaupt vonstatten gehen soll. Da blicke ich sowieso noch nicht durch bei diesem YouTube Money. Das einzigste YouTube Money, wo ich mal gesehen habe, dass was zustande kommt, ist aber der NHR Battle Kanal. Und der ist eigentlich wirklich krass. Ihr seht es hier, das sind jetzt fast 2000 Videos hochgeladen, über 2300 Abonnenten und über 1 Million Video-Views, also 1,1 Millionen. Da geht's richtig ab. Der hat sogar den Rang C+. 5 Euro bis 79 Euro im Monat. Das wäre schon eine richtig krasse Sache. Oder hier Jahresbeiträge. 59 Euro bis 900 Euro im Jahr. Was man damit machen könnte. Wenn das alles mal richtig funktionieren würde. Ihr habt nämlich ja auch Abonnenten und sonst was und Views. Und da ist auch was dabei, was ich nicht raff. Da kommen immer mal ein paar dazu, dann ist mal was weg, dann kommt wieder was dazu. Ihr habt hier also die Subscribers, die sind jetzt bei 2367, die Abos und auch die Video-Views, die sind ja eigentlich ganz cool. 1900, 900, 800, 800, 700, 1100, 1400 und dann plötzlich, boom, minus 2700. Und aus den Kommentaren unter dem BisaFanTV-Video weiß ich jetzt, dass das wohl zu bedeuten hat, dass da ein Video gelöscht wurde. Dadurch, dass das gelöscht wurde, sind sozusagen die Views dann wieder abgezogen worden. Also muss ja ein Video mit 2700 Aufrufen einfach von YouTube rausgenommen worden sein, gelöscht worden sein, was ich nicht raff. Ich finde das richtig asozial, ich kann das auch nicht nachvollziehen, weder hier drüber, um welches Video es sich handelt oder noch anders. Man wird ja noch nicht mal benachrichtigt, das ist mir schon so oft aufgefallen, auch bei meinem anderen Kanal. Ich hatte mal ein Lied mit dem Harrod oben, dieses Hackfleisch süchtig und irgendwann hat er gesagt, jo Ramses, hast du das Video gelöscht, das ist gar nicht mehr da und da ist mir dann erstmal aufgefallen, dass das einfach nicht mehr da ist. YouTube hat das einfach dann irgendwie wieder rausgenommen, ich hatte es irgendwann mal neu hochgeladen, irgendwann war es wieder weg. Manchmal fehlen einfach irgendwelche Dinge, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, es kommen viele Leute bei dem Battle, habt ihr halt wirklich keinen Überblick. Ihr ladet da an einem Wochenende vielleicht mal 60 Videos hoch oder so, wenn die ganzen Paarungen und Runden da sind. Wenn dann einer kommt und meldet seine alte Runde von damals und ihr kriegt das nicht mit und ihr habt gar nicht die Möglichkeit, eine Gegendarstellung einzureichen, dann wird das natürlich auch erstmal gelöscht. Bis ihr das mitkriegt, dass das gelöscht ist, dann könnt ihr vielleicht eine Gegendarstellung nachträglich einreichen und das wird wieder freigeschalten und kommt wieder online, so nach dem Motto, aber da geht so viel manchmal verloren, was man jetzt hier dran eben sehen kann, dass da einfach 2700 Aufrufe weggenommen wurden und geklaut wurden, finde ich schade. Müsste ich mich mal erkundigen, vielleicht kriege ich ja noch raus, was das war, aber auf jeden Fall das NHR-Battle, ja, das macht schon eine gute Figur mit über 1 Million Aufrufen, mit 2300 Abonnenten, ist das eigentlich eine gute Sache, C+, und deswegen danke an BisaFanTV auf jeden Fall, dass der auf diese Seite aufmerksam gemacht hat. Wie gesagt, ich kannte die vorher nicht. Checkt nochmal sein Video aus, allgemein checkt mal seinen Kanal aus. Ist auch ein sympathischer Dude auf jeden Fall. Und wenn ihr Bock habt, checkt mal meine anderen Kanäle aus. Ramses der Dicke, NHR Battle 2000X. Weil das ist ja jedes Jahr wieder neu, wenn ich es jetzt einfach 2015 genannt hätte und dann 2016 hätte ich den Namen ja wieder ändern müssen, deswegen habe ich es einfach 2000XX. Die X kann man beliebig ersetzen. Ja, den MC Ramses No Hirn Records, den müsst ihr nicht, aber wenn ihr einfach MC Ramses eingeht bei YouTube, findet ihr sowieso immer irgendwelche Musikvideos, egal auf welchem Kanal. Aber wie gesagt, ich versuche das jetzt alles bei Ramses der Dicke noch drauf zu knallen, damit ich den Battle-Kanal habe für andere und den Ramses der Dicke für mich. Und ja, vielleicht wird dann so ein Schuh draus. Das war's aber jetzt von meiner Seite auf jeden Fall. Und
Ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.